Herzlich willkommen bei mir im Atelier. Ich bin Elena Büchel und das ist meine Werkbank. Und da ist schon die Leinwand, die ich vorbereitet habe. Und dieses Mal habe ich keine richtige Inspiration, ich habe keine Ideen und lade dich dazu ein. Wenn du auch so ideenlos bist, dann setze den ersten Strich. Nun, ich wähle mir die Kreiden, da sind die Farben, die ich mir da ausgesucht habe. Ich werde einfach spielen. Ich spiele, ich lasse mich durch meine Hand führen. Das ist irgendwo auch meditativ. Ich versinke in diesem Tun und schaue, wohin das Ganze führt. Das ist der Kleister und ich schaue, was das mit meinem Bild macht, wenn ich den Kleister darüber verteile. Und das ist der Wendetrick. Ich drehe mein Bild und stelle das auf den Kopf. Mein nächster Schritt, ich verteile aus einer Flasche die Farbe über das Bild. In der Flasche habe ich Farbe flüssig gemacht, da ist Wasser mit drin und Pouringmittel. Pouringmittel habe ich dazu genommen, damit diese farbigen pinken Spuren glänzend aussehen. Und das ist mein weiterer Schritt. Ich habe mein Bild jetzt trocken geföhnt. Mein Untergrund ist also jetzt trocken und das Bild hängt an der Wand und ich gehe jetzt intuitiv an die Arbeit. In Negativtechnik arbeite ich da bestimmte Formen aus, die ich sehe, bringe andere Farben mit rein, beruhige das ein bisschen und schaue, ob da eine Idee dabei entstehen wird, ob da sich etwas herausholen lässt, was mir eine Botschaft mitbringt. Lehne dich zurück, entspanne und genieße den Prozess, lass dich verzaubern und inspirieren.
Du siehst jetzt mein Motiv. Ich gehe jetzt an die Feinheiten und versuche noch herauszufinden, was das denn hier erzählt wird. Ich weiß es noch nicht. Ich bin aber auch noch nicht fertig. Da ist noch einiges verborgen, was ich jetzt nach und nach herausarbeiten werde. Das ist jetzt eine Entscheidung, die ich getroffen habe, als ich mir das Bild angeguckt habe. Und dieses Rot hat mir überhaupt nicht gefallen. Und irgendwie war ich da mal wieder in so einem Konzept gefangen und musste diese ganzen Formen, diese kleinen Parts, was ich da jetzt ausarbeitet habe, musste alles wieder übermalen und wegmachen und beruhigen. Und als ich das dann gemacht habe, hatte ich ein gutes Gefühl. Und das ist mein Markenzeichen mittlerweile geworden. Die Augen, die ich meinen Figuren, meinen Gesichtern verpasse. Allerdings dieses Mal ich mochte das nicht. Ich habe das wieder weggewischt. Ich hatte das Gefühl, es ist in diesem Bild überflüssig.
Und das ist mein letzter Pinselstrich. Das war auch wieder ein ganz spontaner Impuls. Ich weiß nicht warum. Ich möchte dich fragen, was du siehst, welche Geschichte, welche Botschaft dieses Bild enthält. Und schreibe mir gerne. Ich habe natürlich auch meine Gedanken dazu, meine Idee, aber ich möchte gerne hören, was du denkst, was du fühlst. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Bild ist jetzt fertig. Meine Einladung an dich, wenn du hier neu bist, dann abonniere gerne meinen Kanal, aktiviere auch gleich die Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und wenn du immer wieder zu mir kommst, dann sage ich danke. Danke für deine Treue, danke, dass du da bist. Danke, dass du mit mir in Austausch gehst, dass du kommentierst. Ich bin sehr, sehr, sehr verbunden und dankbar.